Was wissen wir über die Aggressor? Ziemlich wenig, fürchte ich. Irgendjemand hat sich als letzten Ausweg die Mühe gemacht, große Teile der Daten zu beschädigen. Die reinste Katastrophe. Wir finden Bruchstücke, aber nichts Zusammenhängendes. Das Einzige, was immer wieder auftaucht, ist die bereits von Margok erwähnte Mandalorianerin, die die Flamme genannt wird. Was ist mit ihr? Nun, wie es scheint, hielten die Flamme und Margok früher mal zusammen wie Pech und Schwefel, aber dann ist irgendwas passiert. Es hatte etwas mit den Revanitern zu tun. Ich kenne die Einzelheiten nicht, aber es sieht so aus, als hätte die Flamme ihren gesamten Clan auf eine andere Insel hier auf Rishi verlegt. Ich habe die Koordinaten. Jakaro macht dein Schiff bereit. Ich werde mir anhören, was diese Flamme dazu zu sagen hat. Ich schicke Jakaro auf einen Spähflug. Ich habe mit den Einheimischen Vereinbarungen bezüglich eures Transports getroffen, falls er nicht rechtzeitig zurück ist. Wow, ihr habt mehr getan, als ich gedacht hätte. Beschafft so viele Informationen wie möglich von den Mandalorianern. Mit etwas Glück führen sie uns zu den Revanitern. Mein alter Freund Sauron, es ist mir eine Freude, euch unversehrt zu sehen. Darth Vovron, das ist unerwartet. Nun, was wäre das Leben ohne Überraschungen? Es gibt Dinge, die ich gerne persönlich mit euch besprechen würde. Und rein zufällig bin ich gerade in der Nähe des Rishi-Systems. Vielleicht können wir uns ja treffen. Eine kleine Pause vom Blutvergießen und der Zerstörung genießen? Ein Wiedersehen ist schon lange überfällig. Es gibt sicher viel zu bereden. Ich erwarte euch bei diesen Koordinaten, aber beeilt euch. Mein Aufenthalt auf Rishi muss kurz bleiben. Moin und herzlich willkommen mittlerweile zur 5. Folge, wenn ich mich nicht irre, unserer kleinen Videoserie hier zum Update 3.0. Ja, wie wir gerade mitgekriegt haben, haben wir jetzt den Auftrag, die Flamme aufzusuchen. Und nicht nur das, auch ein alter Bekannter von uns hat uns kontaktiert, Darth Vovron. Was der von uns will, werden wir dann uns demnächst mal angucken. Wer die Krieger-Story nicht kennt, hat definitiv was verpasst. Wer sie kennt, weiß natürlich, wer Darth Vovron ist. Wer sie allerdings nicht kennt, spielt sie auf jeden Fall mal durch. Das lohnt sich bei weitem. Gut, wir haben den Auftrag Feuer und Flamme, sprich mit Fort Makora. Und da sehen wir auch schon, das ist ein Flashpoint, die Blutjagd. Und wir starten das Ganze natürlich im Story-Modus. Schließe den Flashpoint Blutjagd ab. Ich würde sagen, auf geht's. Ja, Blutjagd, ja einer der neuen Flashpoints hier mit dem Update 3.0 in das Spiel implementiert worden, war anfangs gerade im Hard-Mode extrem schwer. Also der erste Boss für eine Random-Gruppe, also für eine zufällig über den Gruppenfinder zusammengebaute Gruppe, war es eigentlich unmöglich, diesen Boss zu besiegen. Nur ganz wenige sind da wirklich erfolgreich daraus hervorgegangen. Innerhalb der Gilde haben wir es dann irgendwann geschafft, klar. Mit Absprache und allerhöchster Konzentration funktioniert das. Allerdings, heute ist das Ganze etwas einfacher. Ja, das heißt, der Boss ist nicht mehr allzu schwer. Die haben die Schadenswerte dann ein bisschen angepasst. Wir sind im Story-Modus jetzt allerdings. Das heißt, das interessiert uns relativ wenig. Was uns aber doch interessiert, ist die Tatsache, dass wir einen Begleiter dazu bekommen haben. Und dieser Begleiter hat natürlich auch schon oftmals für große Probleme gesorgt. Denn richtig funktioniert hat er auch lange nicht. Wir bekommen hier von GSI den Gefechtsunterstützungsdruiden. Das Problem ist nur mit diesen Druiden, dass der halt tankt. Ja, er tankt und er heilt. Das heißt, er spottet die Gegner auch. Und das hat bei einigen Bosskämpfen auch hier in diesem
Splashpoint dazu geführt, dass die verbuggt haben bis zum geht nicht mehr und man diesen Druiden deaktivieren musste. Dann allerdings war der Bosskampf natürlich fast unschaffbar, weil einfach die Heilung durch den Druiden fehlte und man selbst zu viel Schaden bekommen hat. Aber, wie gesagt, mittlerweile funktioniert es eigentlich ganz gut, weil er halt an einigen Bossen die Immunität hat, beziehungsweise dass die Bosse eben nur uns angreifen können. Gut, wir haben Kyuram La Gamers Rugam. Ein an Wampas erinnerndes großes Vieh, das wir jetzt besiegen werden. Normale Mechanik hier an diesem Bosskampf wäre, dass man den Boss hier an einer dieser Blüten zieht. Beziehungsweise, nee, stimmt gar nicht, das sind heilende Sporen. Oder machen die im HC was anderes? Der Knockback ist natürlich auch sehr lustig hier an der Stelle. Wir können ja einfach mal gucken. Ich glaube mich nämlich zu erinnern, dass das Ganze im HC noch einen Debuff auf den Boss setzt. Gucken wir uns mal hier um die Ads. Da wollen wir natürlich eigentlich nicht drin stehen bleiben. Oh, der ist immun. Ah, das ist interessant. Hätte ich sehen können, habe ich nicht. Das war nicht gut. Wir fokussieren uns aber ja einfach den Boss runter. Und die nächste Runde Ads. Setzen wir direkt wieder dort drauf. Damit haben wir den Boss durch. Was kriegen wir? Wir kriegen ein Implantat für einen Tank. Na super. Okay, auf mit der Tür und rein da. Ihr habt es hineingeschafft. Sowas. Ich weiß zwar nicht, warum ihr gekommen seid, aber wenn ihr schon mal hier seid, lasst sehen, was ihr drauf habt. Ja, dann wollen wir mal zeigen, was wir drauf haben. Schließe oder meistere drei Herausforderungen. Das werden wir natürlich dann direkt mal machen. Und wir machen natürlich nicht irgendwelche drei, sondern es sind uns drei vorgegeben, nämlich durch diese blauen Brücken, die wir geöffnet haben. Was befindet sich hier hinter? Das ist eine große Höhle, das... Das ist der Rancor. Genau. Das ist der Rancor, den wir jetzt einfach umhauen werden. Da haben wir Kerabe Kyuram. Das ist natürlich mandalorianisch. Klar, wir sind hier bei den Mandalorianern. Dementsprechend haben auch die Bosse mandalorianische Namen. Komm, werd fertig. Ich will dich anspringen. Ups, ja. Falsche Fähigkeit. Egal. So. Und damit ist... Nevermind, er springt nochmal weg. Ist der erste Boss tot und damit auch die erste Herausforderung. Das ist ja bloß so ein Mini-Boss im Endeffekt. Wenn wir mal schauen, das hier drüben, das müssten die Chlorschnecken sein. Das hier unten,
Weiß ich gar nicht. Wenn wir da mal direkt reingehen. Dass diese Türen immer wieder zugehen und man anhalten muss, um sie aufzumachen. Das ist erstens ungewohnt, weil normalerweise, wenn man auf eine Tür zugeht, geht die auf in diesem Spiel. Aber gut, hier scheinbar nicht. Hier muss man erst stehen bleiben. Aber man castet auch nichts und die Tür, ne, geht dann kurz darauf einfach auf. Wir könnten uns hier jetzt noch eine Illuminationssonne mitnehmen. Aber wozu? Ach, die Schleiche sind das. Das müssen wir mal gucken. Es gibt hier nämlich einen Weg durch, wo man fast ohne Kämpfen, also die Gruppe muss man machen, aber die anderen Gruppen kann man alle umgehen, was das Ganze natürlich beschleunigt. So. Und da haben wir auch den nächsten Level ab. 66 sind wir jetzt mittlerweile. So, und jetzt warten wir hier einfach, bis der Boss ankommt, weil der läuft hier die ganze Zeit im Kreis. Und dann hauen wir ihm aufs Maul. Den guten Pyron. Bisschen zu früh angegriffen. Hat noch eine zweite Gruppe getriggert. Kommen jetzt hier langsam hergelaufen. Und die werden wir dann, wenn sie hier vor Ort sind, auch mit umhauen. Beziehungsweise erledigt Jessa gerade sehr schön schon. Ist kein Boss, man kann ihn würgen. Ist wie gesagt bloß ein Boss mit viel HP. So. Ob wir genauso elegant hier wieder rauskommen, wie wir reingekommen sind. Aber es sieht gerade ganz gut aus. Hier ist halt der große Bereich zwischen, wo man gerade durchlaufen kann. Sehr praktisch. Gut, und die dritte Herausforderung müssten dann, wie gesagt, die Chlorschnecken sein, wenn mich nicht alles täuscht. Genug herumgehangen. Im Wasser da unten. Müssen wir dann mal gucken. Nicht schlecht, aber es ist noch nicht vorbei. Nein, noch ist es nicht vorbei, natürlich nicht. Noch eine Herausforderung vor uns. Ja, Chlorschnecken. Jetzt habe ich was gut. Wir müssen jetzt so lange die Eier kaputt machen, bis der Boss rauskommt. Ich erhalte zum Glück nicht wirklich was aus. Dass das hier relativ zackig passiert und wir nicht alle erst im letzten Ei den Boss kriegen. Da war er noch nicht dabei. Ist aber schön, dass die uns noch nicht angreifen, ne? Das ist toll. Jetzt haben wir uns gesehen. Na, letzte Ei. Auch kein Boss. Sehr schade, sehr schade. Dann sind das doch da unten dann wahrscheinlich bei den letzten Eiern. Wenn der Boss mit bei sein. Aber es ist halt nicht immer hier unten. Ich hatte ihn auch schon an den beiden anderen Positionen. Ne? Gar keine Reaktion. Meine Ad-Gruppe. Da ist der Boss. Gut. Dann brauchen wir den Rest nicht kaputt machen, spawnen nur weitere Ads. Brauchen wir nicht. Aden Ideen hier. Den kann man hier nicht würgen. Immun. Ui, wieder so ein 10 Sekunden Stun. Mit Stunts werden wir noch eine Menge Spaß haben, das kann ich versprechen.
Gut, dritte Herausforderung. So, die Flamme. Wie sieht's aus? Jetzt habe ich hier drei deiner Viecher erledigt. Sprichst du jetzt mit uns oder wie geht's weiter? Ihr habt euch gut geschlagen, aber jetzt seid ihr in der Arena. Wenn ich vorstellen darf, das Ehepaar Jos und Valk, hart wie Durastahl, unbesiegt und hochmotiviert, sich zu beweisen. Lichter gehen an. Ein Duell. Gegen zwei. Gegen Valk und Jos Baroja. Würde ich sagen, zögern wir nicht. Fangen wir an. Valk verschwindet sofort und wir haben nur noch Jos an uns dran. Reflect natürlich wieder komplett umsonst gezogen, weil der Druide dann gespottet hat. Und wir hoffen jetzt einfach mal, das ist einer der bekannten Bosskämpfe, der buggen tut. Schöne Formulierung. Hoffen wir, dass es heute nicht tut. Wann vernichtest du sie endlich? Ja, dauert noch ein bisschen. Ich hab noch ziemlich viel HP. Jetzt bei 50% verschwindet Jos und Valk kommt runter. Aber er macht erst nochmal einen Luftschlag. Und da ist Valk. Ich nehme mal einen Agro-Reduce, damit der Druide es auch weiter tanken kann. Damit sollte man natürlich erstmal nicht drin stehen bleiben. Die bleiben nämlich irgendwann liegen. Ein bisschen verteilen. So schnell sterben wir nicht. Keine Angst, Chaser. So, jetzt kommen beide runter. Natürlich das große Finale sozusagen, sobald wir hier die Ads weggemacht haben. Sind beide da und wir müssen beide bekämpfen. Und im klassischen Stile müssen wir natürlich möglichst beide gleichzeitig besiegen. Wenn man es im HC nicht macht, kann das ganz böse enden. Hier ist es relativ irrelevant. Natürlich ist ja auch nur der Story-Modus. Aber wir nutzen das natürlich, um gleich mal unsere Dots schön zu verteilen, damit wir eben beide ungefähr gleichzeitig runterkriegen. Viel Schaden machen sie auch nicht hier. Und damit geht unser Druide flöten. Aber zum Glück darf der sich wieder hoch teleportieren. Zurichten macht jetzt doch ein bisschen mehr Schaden, ne? Als wir. Uiuiuiui. Gehen wir eine Runde fliegen. Das ist mir lieb, will man. So, Jos, komm mal her hier. Du darfst jetzt. Dann ist er gleich tot. Und der Druide ist schon wieder tot. Was soll denn das? Na gut, jetzt ist der Typ, der runterkickt, ist tot. Damit haben wir nur noch Valk Baroja an uns dran. Nicht schlecht. Es ist wohl an der Zeit, dass wir uns näher kennenlernen. Dafür wäre ich auch, dass wir uns mal näher kennenlernen. Jetzt haben wir es natürlich oben im Chat schon gesehen. Es handelt sich bei der Flamme um Shevisla. Kennen wir natürlich aus einem der ersten Star Wars Trailer und wer das Buch Betrogen gelesen hat, der dürfte sie auch kennen, denn das spielt sozusagen in einem der ersten Star Wars The Old Republic Trailer.
Da ist sie nämlich auf Coruscant, die Mandalorianerin, die dafür sorgt, dass da drin im Jedi-Tempel eben entsprechend für Ruhe gesorgt wird. Das Ganze ist natürlich jetzt ein paar Jahre her, das heißt auch eine Mandalorianerin wird wahrscheinlich etwas älter mit der Zeit. Aber nichtsdestotrotz werden wir ihr jetzt mal gegenübertreten. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Das Ganze scheint hier wirklich auf einem Vulkan gebaut zu sein. Und der Tatsache, dass hier überall Lava unten drunter ist. Aber ich meine, die Mandalorianer sind ja auch aus dem Feuer und spielen mit dem Feuer immer. Ob jetzt Flammenwerfer oder irgendwelche Raketen oder ähnliches. Hauptsache es brennt. Muss warm sein da drin. Flamme nennen. Ich heiße Shae Vizsla. Den Spitznamen haben mir die Einheimischen gegeben. Wenn ich nur wüsste, warum. Wie ich höre, hattet ihr einen Streit mit den Revanitern und Nova Blade. Erzählt mir alles. Ich soll euch alles erzählen? Klar. Ihr seid ja schließlich der erste Sith, der versucht, sich vor mir aufzuspielen. Ich sage euch was. Anstatt einer großzügigen Geste der Kooperation oder was immer ihr euch ausgemalt hattet, lasst uns doch etwas anderes probieren. Es ist eine Weile her, seit sich mir eine echte Herausforderung geboten hat. Ich nutze diese Gelegenheit dazu, um meinem Clan eine Lehrstunde zu erteilen. Auf geht's! Nein, wo ist da? Gut. Dann mal los! Na, Deutscher, strengt euch mehr an! Ich dachte, ihr könnt kämpfen! So, jetzt kommt eine ihrer Mechaniken. Sie reißt hier zufällig irgendwelche Löcher in den Boden. Natürlich Tod von oben oder ähnliches gehört auch dazu. Klassischer Mandalorianer eben. Na komm wieder runter. Dein Jetpack ist so bestimmt gleich leer. Sprit ist alle. Musst auftanken. Nee, nochmal, gut. Reflektiert, reflektiert, reflektiert. Und sie ist wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Yay. Stunts. Prozent haben wir jetzt schon unterschritten. Das heißt, wir sind jetzt hier auch schon auf der Zielgeraden. Sie wird aber sicher nochmal in die Luft gehen und nochmal die Hälfte des Bodens wegreißen. Und der Greifer-Druide kommt bestimmt auch nochmal. Das bestätigt die erste Theorie. Ah. Kein Reflekt-Freigab machen wir dann in der nächsten Runde.
ist leider zu viel AOE gewesen, als dass da Reflect hätte was machen können. Jetzt schwebt sie einfach nur in der Luft. Ne, sie macht tatsächlich noch was. Aber ich glaube, unser Gefechtsunterstützungsdroide ist kaputt. Er guckt nämlich in den Boden. Ah, jetzt heilt er sich wieder, okay. Scheinbar war der Boss bei ihm mal wieder in den Boden geglitscht oder so. Passiert hin und wieder mal. Sind wir hier nicht irgendwo? Ich lasse euch nicht gewinnen. Nein, aber ich besiege dich trotzdem. Eine Kiste Loot für uns. Stiefel. Gut. Dann gehen wir mal rüber und sprechen mit dem Banner. Okay, ich bin wohl eingerosteter, als ich dachte. Aber nur ein kleines bisschen. War ein gutes Gefühl, mal wieder richtig zu kämpfen. Ich bin beeindruckt. Wollt ihr mir schmeicheln? Ach, was soll's. Nur zu. Ihr wisst also, dass sich Nova Blade mit den Revanitern zusammengetan hat. Dann wisst ihr wahrscheinlich auch, dass sie nichts Gutes vorhaben. Wir haben Nova Blade geholfen, um ein gutes Verhältnis mit der Räuberbucht zu sichern. Wir haben uns aber nicht für die Revanita und ihren galaxisweiten Krieg gemeldet, also haben wir uns verabschiedet. So ist das also. Kann ich mich auf euch und euren Clan verlassen, die Revanita-Bedrohung zu beenden? Nein, könnt ihr nicht. Uns kann man nicht anheuern. Wir sind keine imperialen Lakaien und wir lassen uns da nicht reinziehen. Gebt mir ein einzelnes Ziel, das meine Zeit wert ist und ich bin dabei. Aber die Revanita und ihre Flotte von Kriegsschiffen? Nein, danke. Wo sind diese Schiffe? Das kann ich euch nicht sagen. Ich hätte nichts dagegen, wenn ihr die Revanita von Rishi verjagt. Wir bleiben hier gerne unter dem Radar. Gute Jagd, Sith. Kesush Manduadei. Wer hat Lust, Skakla zu jagen? Also ein paar neue Informationen haben wir bekommen. Ein einzelnes Ziel sollen wir ihr geben und sie wird sich darum kümmern. Was wäre denn ein einzelnes Ziel? Revan vielleicht? Gut, damit sind wir fertig und wir können zum Unterschlupf zurückkehren. Und damit machen wir auch Schluss für heute und sehen uns in der nächsten Folge. Dann gucken wir uns natürlich an, was denn in der Zeit Lana und Theron herausgefunden haben. Bis dahin bedanke ich mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Mein Name ist Theodolor und ich bin raus. Tschüssing!